Kann diese pechschwarze Anti-Pickel-Maske uns tatsächlich für immer von fiesen Mitessern befreien? Und was kann der erste mitdenkende Lippenstift der Welt tatsächlich? Heike und Heri untersuchen sie die großen Werbeversprechen der Kosmetikindustrie. Wundermittel oder Abzocke? Bei dir ist so die alte Omi-Rotfarbe. Oh, das tut weh. Also ich habe noch nie so eine wehtuende Maske. Komm her. Oh, Hallochen. Hast du eine schöne Erfahrung mit älteren Frauen? Den Mund ganz schön voll nimmt der Hersteller der Akne-Killer-Maske. Pickelfrei nach nur einer Anwendung ist das verheißungsvolle Werbeversprechen. 5 Masken kosten in einem dänischen Internetshop 19 Euro. Vor allem Teri hat große Erwartungen. Also muss ich, das soll ja das krasse Wundermittel sein. Aber es sieht natürlich ganz schön gruselig aus, wenn ich mir das Bildchen hier so angucke, Mausi. Die ganzen Hautschüppchen und sowas, die bleiben dann da drin hängen. Also ich denke, dass das auch richtig gut klappt. Heike ist da nicht ganz so optimistisch. Es gibt wirklich 100.000 Sachen, wo pickelfrei und Pickelstopp und Anti-Pickel und irgendwas. Deswegen denke ich halt, warum soll ausgerechnet bei dieser speziellen, besonderen Maske auf einmal alles besser sein als vorher? Heikes Haut muss zunächst gereinigt werden, dann wird die Maske gleichmäßig aufgetragen und der Akne-Killer darf zeigen, was er drauf hat. Es fühlt sich echt sehr, sehr kühl, sehr gelig an und es riecht ein bisschen wie Lakritz, finde ich. Die Akne-Killer-Maske besteht aus Tiefseemineralien. 30 Minuten haben die jetzt Zeit, Heikes Haut zu restaurieren, damit fiese Mitesser und Pickelchen keine Chance mehr haben. Mausi? Du sollst doch nicht die ganze Maske dir an den ganzen Körper spielen, doch nur ins Gesicht. Ich glaube, du hast noch 5 Minuten. Ach, Heike. Tja, 30 Minuten können verdammt lang sein. Erfüllt die Wundermaske die hohen Erwartungen? Jedenfalls haftet sie nach einer halben Stunde schon mal wie Klebstoff. Oh, das tut weh. Also ich habe noch nie so eine wehtuende Maske erlebt. Deine alte, runzelige Haut muss doch auch mit ab. Das ist bestimmt, dass er die Pickel mit abzieht. Doch die Qualen haben sich scheinbar gelohnt. Ich finde, Mausis Hautbild sieht total schön aus. Also sieht wirklich total weich aus. Die ganzen Hautschüppchen, alles ist weg und sieht aus wie ein Babypippo. Also es fühlt sich auch total weich an, ist sehr angenehm, aber ich muss wirklich bemängeln, es tat unheimlich weh beim Abziehen. Dank der Anti-Akne-Maske scheint unreine Haut tatsächlich der Vergangenheit anzugehören. Für Heike und Terry hat der Hersteller sein Werbeversprechen eingelöst. Mal schauen, ob das bei diesem neuen 5 Euro teuren Nagellack auch klappt. Speed Dry ist sein Name und er soll angeblich innerhalb von nur 30 Sekunden trocknen. Ich meine, du kannst echt viel Zeit sparen, ne? Wenn du 30 Sekunden brauchst zum Trocknen, also wär's gut. Die Erwartungen sind hoch. Zumal normaler Nagellack meist 5 Minuten zum Trocknen braucht, schafft dieser hier tatsächlich Rekordzeit? So, Mausi, ich trage das jetzt auf. Okay. Und dann, wenn ich es drauf habe, dann drückst du den Start, damit wir genau stoppen können, ob der wirklich 30 Sekunden zum Genau. Mach auch wirklich so ordentlich. Ne? Ja, ne, klar. So, und kann der Speeddry-Nagellack seinem Namen tatsächlich alle Ehre machen? 23 und jetzt hier, also wenn ich er ist noch nicht, gucke, der ist noch nicht trocken. Also das Werbeversprechen halt nicht gehalten, was es verspricht. Nein. Was soll man groß sagen? Daumen nach unten. Da hat der Hersteller wohl zu viel versprochen, der Speeddry-Nagellack fällt bei den Blondinen aus Sachsen durch. Vielleicht kann dieser Lippenstift besser punkten. Der 13 Euro teure Egypt Wonder ist der erste selbstdenkende Lippenstift der Welt. Angeblich passt er sich dem pH-Wert seiner Trägerin an und zaubert die ideale zum Teint passende Lippenfarbe herbei. Also, der sieht einfach stinknormal aus, finde ich. Naja, aber ich finde es nicht mal stinknormal dafür, dass er, sag ich mal, die Farbe der Lippen variieren soll und jetzt schon eine Farbe hat. Finde ich, da ist ja schon von Grund aus eine Farbe da. Ja. Also alles nur Hokuspokus. Der Wunderlippenstift ist Heike und Terry suspekt. Also ich bin ein bisschen skeptisch über diesen denkenden Lippenstift, weil der denkende Lippenstift kann sich ja nicht denken, was ich heute anziehe. Also ich denke mal, es geht jetzt nicht um die Sachen, dass er mitdenkt, ja, aber sondern es geht darum, einfach, dass er um deine Haut sieht. Sieht dir das dann einen schönen Tag? Nee, du bist vielleicht im Winter, Augen? Im Winter bist du vielleicht säurischer als dir im Sommer. Gedanken, oder schickt er dir irgendwelche Gedankenblitze, Telepathie? Was auch immer das Geheimnis des mitdenkenden Lippenstifts ist, die Mädels wollen es herausfinden, passt sich die Farbe jetzt wirklich Heikes Teint an? Bei dir ist so die alte Omi-Rotfarbe. Das liegt einfach. Oh, der macht gar nicht so gelbe Zähne. Das ist schon mal gut. Pluspunkt. Laut Werbeversprechen müsste bei Terry jetzt eine andere Farbe entstehen als bei Heike. Haben wir jetzt andere Lippenfarben? Ist das jetzt einfach? Sind wir unterschiedlich lippenfärbig? Ich finde. Du hast ein bisschen röter und ich habe ein bisschen brauner. Da wurde scheinbar nicht zu viel versprochen, doch wie alltagstauglich ist der neue Wunderlippenstift? Heike und Terry testen es an einem Latte Macchiato und siehe da, das Teil färbt ab. Dabei soll das bei Egypt Wonder eigentlich nicht passieren. Was noch fehlt, ist der Test auf Kussfestigkeit. Ah! Oh, Hallochen!
Ja, da fehlen selbst den beiden Plaudertaschen mal die Worte. An Profi-Breakdancer Dennis testen Heike und Harry gerne den neuen Wuttner Lippenstift aus. Hast du eine schöne Erfahrung mit älteren Frauen? Denn auf alten Schiffen lernt man segeln. Weniger schön das Ergebnis der Knutscherei. Man sieht, wenn ich das jetzt mal hier so genau, also ist die Farbe ab hier, genau. Ja, nee, also das ist halt doof, wenn die Farbe abgeht. Und nach einer Stunde hat sich zudem die Farbe des denkenden Lippenstifts zum Negativen verändert. Dadurch, dass der jetzt wirklich immer so pinkfarbener geworden ist, würde ich persönlich wieder auf einen Lipgloss oder so zurückgreifen, der halt einfach nicht so extrem ist. Was ich halt nicht so mag, ist, wenn der Lippenstift überall abfärbt. Seine Farbe passt der Lippenstift wie versprochen an. Doch richtig alltagstauglich ist der für Heike und Harry trotzdem nicht. Zum Schluss wollen die Mädels ein Werbeversprechen überprüfen, das Frauen aufhorchen lässt. Dieses 11 Euro teure XXL-Mascara aus Paris verspricht nach der Anwendung 11-fach dichtere Wimpern. Wow. Aber ich bin da sehr skeptisch, weil es gibt unheimlich viele Wimperntuschen, wo immer Volumen und also versprochen wird. Was ich gar nicht leiden kann, ist einfach, wenn die Wimpern total verkleben. Also wenn die dann einfach so aussehen wie Fliegenbeinchen. Das finde ich ganz schlimm. Also es geht gar nicht. Nach dem Auspacken macht sich Zuversicht breit. Ich finde, es kommt echt aufs Bürstchen drauf an. Und wenn das Bürstchen das macht, so einen total positiven Eindruck. Ja. Weil ich mag das vielleicht gar nicht, wenn das, es ist nicht verklebt. Also es hängt ein Haufen Wimpernschmalz dran. Also Wimperntusche nennt man das auch in Fachkreisen. Nee, also das Bürstchen macht einen 1A-Eindruck. Das stimmt. Ich werde das jetzt mal auftragen. Ja. Vielleicht hält das XXL-Mascara ja doch sein Versprechen. Angeblich soll eine Formel aus Kollagen und Volumenbooster für maximale Wimperndichte sorgen. Und? Funktioniert's? Das ist echt ein übelster Unterschied. Sieht man meinen Zwinkerunterschied? Total. Das sieht echt total gut aus. Dann nehme ich den für mich nach Hause. Nein, wenn man sich den Unterschied mal anguckt zwischen ungeschminkten und geschminkten Auge, es sieht total, die Wimpern sind total lang, voluminös, es ist einfach total schön. Mosi, ich würde sagen, ich habe einen neuen Freund. Endlich mal einer, der wirklich XXL hat. Da hat die Werbung nicht so viel versprochen. Heike und Harry sind begeistert, so sehr, dass sogar eine dicke Freundschaft an ihre Grenzen gelangt. Juhu, Leute! Schön, dass ihr uns gefunden habt hier auf unserem TAF-Channel. Erzählt doch mal, wie hat euch dieses Video gefallen? Also, erzählen geht ja hier gar nicht. Ihr müsst hier einen Kommentar hinterlassen. Wir sind so gespannt auf eure Meinung. Und da übrigens könnt ihr auch gleich das nächste Video klicken. Ach was, abonniert einfach gleich den ganzen TAF-Channel. Mich würde es freuen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!